Hallo und willkommen zurück zu Atelier Sophie 2, wo wir uns mal auf die Suche machen nach den Voraussetzungen für dieses Rezept hier, Sunlight Heliodor. Dazu müssen wir zum Traumbaum. Da würde ich gerne noch mal zu Fuß hingehen, weil wir ganz so oft noch nicht unterwegs waren. Ach ja, genau, unsere Sichel können wir gleich mal ausprobieren. Haben wir auch noch nicht. Achso, und hier bin ich falsch. Ja. Er geht gern spazieren, oder beziehungsweise er geht allgemein gerne. Komm, gehen wir mal hier lang. So, das ist der Wohnbezirk. Hier waren wir auch noch nicht. Also jedenfalls haben wir... Wir waren hier schon mal, aber ich habe hier mir das noch nicht genau angeguckt. Wenn ich einen Bodyguard haben wollte, würde ich auf jeden Fall Olias anheuern. Da werde ich ja ganz schwach in den Knien, wenn ich den sehe. Mhm. Also diese Frau, die normalerweise in der Vorstadt rumhängt, sie scheint ganz sorglos zu sein, aber sie fängt immer haufenweise seltene Fische. Ist sie so eine Art Angelmeisterin? Naja, man kann ein Buch nicht anhand seines Covers beurteilen. Oh, jetzt habe ich hier ein bisschen verfranst. Ich wurde einmal angeheuert als Master einer Kampfkunst. Ich will mich noch weiter verbessern, deshalb bin ich in diese Welt gekommen, um zu trainieren. Es gibt ja immer jemanden, der noch besser kämpfen kann als man selbst. Man muss ja auch bedenken, all diese Leute hier, die wollen sich einen großen Traum erfüllen. Zum Beispiel ein Schiff bauen oder so. Ich muss auch sagen, diese ganze Stadt hier, die ist auf jeden Fall viel weitläufiger und detailreicher als bei dem ersten Teil von Atelier Sophie. Von den Ausmaßen her würde ich sagen, das ist in etwa wie bei Riser mit der Stadt, aber trotzdem wirkt es hier lebendiger. Das war ja das Einzige, was mich bei Riser so ein bisschen gestört hat, dass die ganze Stadt irgendwie wie tot wirkte. Das ist hier immer noch nicht richtig gut, aber das ist schon mal eine Nummer besser als bei Riser. Hier habe ich das Gefühl, die Leute sind auch unterwegs und machen was. Und ja, man kann natürlich nicht jede Person ansprechen, aber die Anzahl, die man hier ansprechen kann, das reicht mir schon. Oh, was ist denn das? Das habe ich vorhin aufgesammelt, aber ich weiß nicht, willst du das haben? Oh, ein... abgelaufenes Ticket, ja, das nehme ich gerne. Also drei Stück sogar. Ich brauche einen längeren Stab. Ja, sie schaut sich jeden Tag den Traumbaum an, aber der verändert sich. Ja, genau, mit der habe ich schon gesprochen, da erinnere ich mich dran. So, also Traumbaum. Ich
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich hier tun soll, aber komm. Erstmal ein bisschen sammeln. Ach, warte mal, konnte man hier den Schlag auch aufladen? Ja. Ich habe übrigens die Stimmen ein bisschen leiser gedreht, auch auf Anraten eines Kommentars. Aber so richtig leise kommt es mir immer noch nicht vor. Ich versuche das noch mal eine Stufe runter zu drehen. So. Dann kann man immer noch verstehen, was sie sagen, aber es ist dann halt nicht mehr so anstrengend aufs Ohr. Auch wenn das helle Sonnenlicht dich einen Augenblick betäubt, beruhigt dich doch die Wärme und senkt deinen Puls. Ah, Bask war wohl falsch. Wahrscheinlich war Bath gemeint, also dass wir im Sonnenlicht baden sollen an der höchsten Stelle. Oder gibt es ein Verb, Bask? Also quasi, Basket ist ja der Korb. Ist es vielleicht sowas wie in sich aufsaugen oder so? Kann natürlich sein, dass ich das Wort nicht kenne. Naja, jetzt müssen wir halt noch Punis, meine ich, klären. Ja, zwei blaue Punis. Da können wir eben Schnellreise machen, würde ich sagen. In dem Wald waren, glaube ich, keine. Ne, ich gehe mal. Hier waren auf jeden Fall welche. Und da fehlt uns noch ein Kristall. Stimmt. Dann gehe ich mal hier hin. Achso, ich komme da wahrscheinlich nicht. Ne, ich komme da auf keinen Fall durch. Deshalb fehlt mir der auch noch. Ne, komm. Gehen wir hier hin. Suchen ein, zwei Punis. Oder finde ich vier, muss ich insgesamt angreifen. So, da haben wir schon mal zwei. Ich werde jetzt auch viele Skills nutzen. Achso, Entschuldigung. LB. Oh. Double Impact. Light Laser. Und er lebt ja noch. Krass. Thank you.
Ach, ein blauer, ein grüner. Naja. Dann müssen wir gleich ein drittes Mal kämpfen. Aua! Okay, einen blauen noch. Oh ja, hier ist die Bette Sichel, genau. Ja, Baumwolle und eine weiße Blume. Na, dann renne ich da unten nochmal hin. Ich brauche unbedingt irgendwann mal schnellere Schuhe. Das Laufen ist mir hier noch zu langsam. So, hier weiß ich noch nicht, was da ist. Huch! Ach du Schande, Glücksrad! Bei großen Sammelstellen für die Grassichel kannst du die Komponenten und auch die Qualität des Materials bestimmen, indem du ein Minigame spielst. Das ist ja krass. Also A drücken während des Minigames, um einfach das Glücksrad anzuhalten. Wenn du zum richtigen Zeitpunkt anhältst, bekommst du den Bonus entsprechend des Icons, wo du angehalten hast. Wenn du 4 oder mehr Komponenten-Icons sammelst, wird dein Ältestes überschrieben. Du kannst bei dem Also dieses Minigame kann nicht fehlschlagen, aber du hast nur eine begrenzte Anzahl von Versuchen, also sei vorsichtig. Man kann mehr Versuche kriegen, indem man den Effektlevel des Sammeltools, des Sammelwerkzeugs verbessert. Okay. So, was muss ich... Also genau, A drücken. Okay, ist keine Verzögerung drin. Okay, Tall Town, und der hat Feuerbonus, wenn ich das richtig mitbekommen habe, weil ich da gestoppt habe. Okay, können wir nochmal ein Item einsetzen. Achso, weil der LB, also Combo-Aktion mit Item ging ja nicht, ne? Also jedenfalls noch nicht. Später kommt das vielleicht mal. Okay, da kann man eben auch sehen, Alette hat bereits das erste Ziel K.O. gehauen und dann ging Plachtas Schlag halt nicht ins Leere, sondern wurde automatisch umgeleitet auf das zweite Ziel. Oh, Level Up 21. 3 Hitpoints, 3 MP und 1 Speed.
Auf Speed haben wir schon 165. Dann sind plus 5 Speed ja doch gar nicht so bratzig, wie ich dachte. Okay, damit haben wir das auch erledigt, die blauen Punis zu jagen. Warum habe ich trotzdem hier noch irgendwas zu sammeln? Irgendwelche Aufträge habe ich hier noch. Ach, die Karnickel? Stimmt, habe ich ganz vergessen. Naja, oder brauchen wir nicht. Schafft sie alleine. Sehr schön. Hat sich mit Platters Hand abgeklatscht. Sehr gut. Also mit dem Kampfhandschuh. So, einen Horned Rabbit brauche ich noch. Warum ist das hier so windig? Hier können wir... Nee, ich hätte gedacht, wir können noch irgendwie hochschweben. Später mal, aber anscheinend nicht. Also, das geht wieder nicht. So, das ist noch so eine tolle Pflanze. Können wir noch mal wieder Minigame spielen. Tall Town oder... Achso, jetzt nehmen wir was anderes. Ja, ich wollte einen weiter rechts. Schade. Den Stern, da wollte ich wissen, was es ist. Ist er nicht da? Hm... Okay, das war jetzt tatsächlich 3 mehr gesammelt. Und da drüben ist noch was. Da komme ich. Doch, da komme ich hin. Und da oben auch, ne? Oder? Oder was seid ihr? Okay, aber ohne Minigame. Prinzessin-Gras, wunderbar. Und was ist das hier? Da müssen wir später irgendwann mal hin, ne? Können wir irgendwas machen. Ach so, die Sammelstellen sind auch auf der Karte markiert. Jetzt sehe ich das erst. Ja, ich weiß jetzt, was ich will. Ob ich das kriege, ist eine andere Sache. Viel zu früh. Ich wollte 2 weiter rechts. Aber 100 Kohle sind auch okay. Ja, jetzt bin ich einen zu weit rechts. Egal. So, mal einen so einen Karnickel. Alette ist echt so eine Kampfbratze. Habe ich hier jetzt irgendwas zu tun? Nee, ne?
Eigentlich müsste ich doch jetzt bei der Rezeptidee. Ja. Komm mal nach Hause. Ach ja, genau. Auto Refill, 33 Kohl. So, und jetzt können wir Sunlight Heliodor herstellen. Und auch den gelben Neutralisator. Und Luft. Oh ja, da sehen wir auch schon die Kampfobjekte, also ja, die Bomben und sowas. Die sind alle im Stil von Atelier Riser. Gut, dann machen wir doch mal uns an die Synthese. Wahrscheinlich ganz unten. Ja. Genau, das ist der unaufgeladene, den ich da jetzt reingepackt habe. Ah, und Anwendung. Mit Feuer kriegen wir mehr Anwendung. Dann haut das mal so. Und dann haben wir hier natürliches Öl. Ich sortiere mal nach Lightning Slots. Von dem Öl habe ich nur eins. Das habe ich mir irgendwann mal gekauft, glaube ich. Bleibe ich mal dabei. Drei Anwendungen. Achso, sowohl Blitz als auch Feuer bringt auch Anwendungen dazu. Alles klar. Ja, noch mehr Blitz bringt mir nichts. Aber Feuer habe ich hier nicht, ne? Und dann gehe ich nochmal einen zurück. Das weg. Mal sortieren nach Fire Slots. Rote Blume. Ob das reicht. Hier habe ich drei. Das wird nicht hinhauen, oder? Nee. Ist egal, ich lasse es jetzt so. Da habe ich zumindest Fire Level plus 1. Nee, warte. Ich werde doch nochmal eben das hier austauschen. Es reicht nicht. Mist, ich dachte, ich krieg dann den unten noch einen weiter. Am Prinzip ist egal. Wir haben jetzt Uses plus 3. Dann. Schräg ging ja nicht. Ja. Das reicht nicht. Tja.
Will ich das so? Geh noch mal einmal zurück. Hier. Tut mir leid, ich muss noch einmal zurück. So, hier habe ich Gase. Hier habe ich Fuel. Hier habe ich Canestone. Okay, da bin ich festgelegt. Aber Fuel und Gase. Kann ich da vielleicht noch was Besseres herstellen? So, ich würde jetzt gerne... Das ist... Ich suche jetzt nur nach, wenn da wo Bomben steht, wenn da Fuel oder Gas stehen würde. Wobei bei den Neutralisatoren, das war bei Riser immer so, die konnten auch noch Zusatzeigenschaften haben. Zettel wäre zum Beispiel ein Fuel. Ich habe doch schon einen Zettel hergestellt, das hat also nicht gereicht. Ach genau, Refresh Oil können wir selber herstellen, haben wir auch noch nicht gemacht. Machen wir das mal. So, dann brauchen wir... Ist denn sowas, oder? Ja. Oha, hier nützt jetzt der Tall Torn auf jeden Fall was. Den mal. Okay, versuchen wir mal unser Glück. Das heißt... Da fehlt mir jetzt ein Punkt, ne? Das ist schade. Ich würde gerne wissen, was das ist. Ich das jetzt wegmache und irgendwas mit Eis nehme. Eis und Blitz, so. Dann nochmal den zurück, so. So. Refined Oil. Das ist also eine, ja, eine Zusatzkategorie. Das ist also nicht nur normales Öl, sondern Refined Oil. So, jetzt muss ich das noch irgendwie an Feuer anschließen. Ja. Und ich würde auch gerne ein paar Reihen füllen. Ah, das geht aber nicht so gut. Egal. So ist es schon nicht schlecht. Okay, das ist ein super Trade, also für den Anfang jedenfalls. 60 Hitpoints dazu. Ich weiß nicht, ob wir das Öl jemals zur Klamottenherstellung nutzen, aber den muss ich auf jeden Fall bewahren. Quality Plus nehmen wir auch mit und
Ja, Critical Rate plus 10%. Okay. So, und die Neutralisatoren will ich jetzt auch Ihnen einmal herstellen. Okay, brauche ich ganz viel Eis. Okay, da brauche ich jetzt zwei von. Ja, und hier brauche ich eigentlich ein bisschen Lila. Habe ich nicht. Ich vermute mal, so einer reicht. So. So. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Oh, das reicht nicht, sorry. Oh. So. Gelb nochmal. Ganz viel Blitz. Ein bisschen Eis eventuell dabei. Aber Blitz und Eis beides zusammen habe ich nicht. Aber den. So, hier habe ich Eis, aber da bräuchte ich 1, 2, 3, 4, 5, 10 Punkte Eis. Habe ich nicht. Hm. Vom Blitz habe ich nur das eine gute hier. Ja, komm. Achso, warte mal, warte mal. Hier habe ich noch einen Dreier in Rot.
So. Das ist auch wunderbar gelungen. Ich halte es halt für wichtig, erstmal diese Neutralisatoren, so diese Grundlagen zu machen, damit man dann für die wichtigen Rezepte mehr Auswahl hat, was Zutaten betrifft und dann was Besseres herstellen kann. So, grün. Achso, ein bisschen rot auch. Jetzt fange ich mal hinten an. Da habe ich auf jeden Fall... Ach doch, da habe ich auch rot. Wasser brauche ich dann nicht. Also nehmen wir den. Ja, grün und Blitz. Obwohl rot, da brauche ich schon eine ganze Menge, ne? Ein. Ja, mit Rot, das wird nichts. Aber der Rest, was ich hier habe, ist auch alles Schrott. Ne, warte, da ist noch was. Die Milch. Eventuell muss ich auf Milch switchen, werden wir gleich sehen. Also egal, mal den. Und den. So, schauen wir mal. Ah, das reicht nicht. Was den Wind betrifft hier. Da fehlen mir 2 Punkte. Deshalb musst du hier mal weg. Dann nehmen wir hier die Milch. So, einen noch. So, noch ein neuer Trade. Applies one stack of max hit points increase und max MP increase. Okay. Also ist quasi ein Buff. Extra Hit Points und extra ja, Magiepunkte. So, haben wir das. Das wäre nochmal Gunpowder, aber ich habe zu wenig Weizen. Kann ich jetzt nicht machen. Das wäre Farben. Ja, okay. Dann versuchen wir jetzt nochmal Sunlight Heliodor. Habe ich jetzt hier irgendwas Neues zur Auswahl? Nee. Eventuell das selbstgemachte Öl. Wenn ich jetzt hier sage Feuer. Genau, das hier ist mein selbstgemachtes Öl. Das könnte schon den Ausschlag geben. Ja, hier liegt noch zweimal Blitz. Und da hätte ich auch noch irgendwo mal Blitz, ne? Nee.
Habe ich nicht. Da habe ich nur Feuer. Okay, hier ist sowieso er der Einzige, der mir irgendwas nützt. Und hier muss ich dann zwangsläufig den mit Blitz nehmen. So. Fangen wir mal mit dem Dicken hier an. So, Swelling Power nehmen wir hier auch mit. Quality und Critical. Jetzt haben wir dem Stein 20 Anwendungen hinzugefügt. Und super Erfolg. 94 Qualität. Na, da müssen wir alle zufrieden sein. So, Level Up nochmal. Alchemie Level 54. Ja, und damit wären wir fertig. Ein Sonnenlicht Heliodor. Frisch poliert und bereit, ihn einzusetzen. Ehrlich, ich war nicht sicher, ob du das hinkriegst. Ich bin beeindruckt. Ja, ich hatte großes Glück, dass ich ihn nur aufladen musste. Ihn jetzt einfach so aus dem Nichts herbeizuzaubern oder herzustellen, das wäre echt zu schwierig gewesen. Ja, an dieser Stelle, da sind mir jetzt die Stimmen wieder ein bisschen zu leise, aber man kann halt nicht alles haben. Beim Sammeln und bei der Synthese ist es mir ganz recht, wenn die nicht so laut sprechen. Aber hier wäre es mir halt lieber, wenn sie ein bisschen lauter sprechen würden. Naja. Wieso? Ich glaube nicht, dass der Stein einfach nur mit Alchemie hergestellt wurde. Da ist etwas noch dabei, was ich nicht wirklich begreife. Sophie, kann ich dich was fragen? Macht es dir was aus, wenn ich mal den anderen probiere? Hey, meinst du, du kannst ihn reparieren? Vielleicht. Nein, auf jeden Fall. Doch, doch, ich bin ganz sicher. Ich verspreche, ich krieg das hin. Alles klar, der Kessel gehört dir. Wirklich? Ja, danke. Macht es dir was aus, dabei auf mich Acht zu geben? Nur für den Fall der Fälle, dass ich irgendwas falsch mache. Ja, da merkt man schon, dass das hier nicht unsere Plachter ist. Die alte Plachter, die noch nicht, also weil diese hier halt noch nicht so viel Erfahrung hat. Die fühlt sich halt noch unsicher. Ja,
Ja klar doch, ich werde meine Augen nicht eine Sekunde von dir abwenden. Hey, ich wollte nicht, dass du mich anstarrst. Nur sicher gehen, dass ich nichts vermassel, okay? Ja, wenn das wirklich Plachter ist, dann war sie überraschend, ja, auf Wettbewerb aus, als sie noch jünger war. Oder sie war, ja, sie konnte ziemlich gut mithalten. Naja, ehrlich gesagt, so viel hat sie sich gar nicht verändert. Plachter-Synthese, oh, tatsächlich. Jetzt können wir genauso wie mit Sophie auch mit Plachter synthetisieren. Wir können uns aussuchen, welche Alchemistin wir verwenden. Und selbst wenn wir das Rezept schon ausgewählt haben, können wir noch die Leute wechseln. Die Erfahrungspunkte bekommt aber nur der Charakter, der die Synthese auch gemacht hat. Überleg dir erstmal, welchen Level du erhöhen willst, bevor du eine Synthese anfängst. Exklusive Rezepte. Es gibt da Rezepte, die nur Sophie und andere Rezepte, die nur Plachter herstellen kann. Das kann man sehen bei dem Bildschirm von den Rezeptideen. Die richtige Alchemistin für den richtigen Job einzusetzen, ist der Schlüssel zur erfolgreichen Synthese. Bei den Rezepten gibt es welche, die haben Sophies oder Plachters Bild dabei. Falls du Schwierigkeiten hast, die Rezepte freizuschalten, dann versuch erstmal in der Hauptstory voranzukommen. Okay, dann machen wir jetzt auch Cloudburst Hydrid. Okay, lange Stiefel haben wir jetzt kennengelernt. Köder, also Angelköder. Und hier ihren Kampfhandschuh, eine Angel. Okay. Also zum Kessel. Plachter. So, und wir wollen. Hä? Achso, das können wir natürlich noch nicht. Weil das hier ja auch so ist, dass wir erst noch für die Rezeptidee was tun müssen. Das heißt. Wie komme ich jetzt. Achso, Right Button, Left Button, ja, ist klar. Genieße den Blick bei den Rosenfällen im Wohnbezirk. Okay. Also Wohnbezirk. Einfach nie anders. Ein tosender Wasserfall stürzt sich von oben hinab und ja, man wird schnell pitschnass, wenn man daneben steht. Okay, wir haben ja noch andere Sachen. Bevor ich das synthetisiere, machen wir dann doch erst die Gespräche. Ich möchte ja nichts an Nebenstory auslassen. Das heißt, bevor ich in der Hauptstory voranschreite, immer erst hier mit den anderen Leuten reden. Also reden wir nochmal mit Alette.
Hey Sophie, das hier musst du dir mal anschauen. Normales Stück Erz, oder? Oder entgeht mir da irgendwas? Ich sag dir, schau es dir noch mal näher an. Ich wette, du hast noch nie Erz gesehen, was so geformt ist. Und alles ganz natürlich entstanden. Ist es dadurch nicht super selten? Was? Willst du damit sagen, das hat kein Mensch so geformt? Ja, das ist ja mal was. Ja, nicht wahr? Und rate mal was. Dieses einzigartige Stück kann dir gehören für den absolut niedrigen Preis von 1000 Gol. 1000 Gol? Dir ist schon klar, dass das nur ein Stück Fels ist? Ja, aber du hast selbst gerade zugegeben, wie fabelhaft der ist. Ich meine, guck dir mal die Form an. Das ist sehr ungewöhnlich und dadurch ist es außergewöhnlich. Und da muss der Preis natürlich entsprechend nach oben angepasst werden. Jetzt mal im Ernst, 1000 Kohl ist doch ein Schnäppchen für einen super seltenen Gegenstand wie diesen hier. Also wie sieht's aus? Ja, der ist schon hübsch, aber ich denke, ich passe. Wenn es um Alchemie geht, spielt ja die Form des Rohstoffes keine Rolle. Och Mano, ich habe ihn doch nur aufgehoben, weil ich so sicher war, du würdest ihn kaufen. Naja, dann verkaufe ich ihn halt einer anderen Person. Ich habe da bereits ein paar Leute im Sinn. Ich frage mich, wer wohl bereit ist, so viel Geld für ein bisschen Mineral auszugeben. So, und jetzt mache ich das doch so, dass ich, während ich hier in der Stadt unterwegs bin und mit den Leuten rede, sagen wir mal auf 4 stelle. Und wenn ich dann wieder eine Syntheseaktion mache oder eine Sammelaktion, dann stelle ich es halt wieder zurück. Achso, genau. Hast du sonst noch was zu verkaufen für mich? Ich habe zum Beispiel Muscheln ja wieder ausgegeben. Könnte ich nochmal nachkaufen. So, und dann... Achso, das ist hier quasi Nebenquest. Verstehe. Wichtige Nebenquest. Dann gehen wir gleich hin. Stimmt, wir wollen sowieso noch Quest abgeben. Also nochmal in den Funkelkristall-Pavillon. Kati, du bist nicht gerade wieder am Faulenzen, oder? Oh, Sophie-chan. Oh, Sophie, nein, ich bin nun gerade ein bisschen erschöpft von dem aufregenden Tag, was ich alles tun musste. Darf man lügen, Kati? Du hast nicht eine einzige Sache heute gemacht, die mit der Arbeit zu tun hätte.
Komisch. Als ich Kati kennengelernt habe, wirkte sie so viel fähiger. Naja, Aufträge von Elvira nimmt sie immer sehr ernst, aber alles andere... Ich sage es nur ungern, aber die Leute in der Stadt halten keine großen Stücke auf sie. Faul, lethargisch und komplett unorganisiert. Oder um es ganz gnadenlos zu sagen, ein komplettes Desaster. Norm, das ist nicht wahr. Ich bin kein Dame-Ningen. Nee, das ist nicht fair. Ich war nicht immer so. Ich bin nur so geworden, weil ich meine Nase zu lange an den Schleifstein gehalten habe. Jetzt bin ich halt ausgebrannt. Kati hat Burnout. Wenn überhaupt, dann bin ich das Resultat, wenn man zu hart arbeitet. Ja, ich weiß nicht, ob Nichtstun jetzt die Lösung ist. Ich denke, es wäre am sinnvollsten, wenn Kati ein paar Aufgaben über den Tag verteilt bekommt. Nichts, was sie zu sehr stresst, aber wo sie auch Spaß dran hat. Und dann wieder so langsam in den Job einsteigt. Halt wichtig, sie nicht zu überfordern, nicht unter Druck zu setzen, aber ein Stückchen... Arbeiten ist, glaube ich, besser als den ganzen Tag nur auf der Bank zu sitzen. Naja, kurz gesagt ist das hier ihr Default-Modus. Also, falls du was bestellen willst, kannst du das gerne bei mir machen. Okay. So, Kaninchen haben wir erledigt, dafür kriegen wir 2 Pilze und 750 Kohle. Also Geld fließt ja ganz gut rein. Dann die Punis, da bekommen wir Trinkwasser und auch Kohle. Was ist die Frage, gibt es neue Quests? Elixier, Dryade, Crackling Water, Zettel, Soti, Koinosgras, das ist einfach. So, und jetzt müsste man noch wissen, was man am ehesten verschmerzen kann. Ich muss mal sagen, der ist über. Der ist über. Und der ist über. Oh, das kann ich auch direkt eintauschen, ja. Keine Ahnung. Winged Plant können wir auch direkt 1000. Für 2 Winged Plants bekommen wir direkt 840. Das ist auch Wahnsinn. So ein Craft 300, ja. Okay. Hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt, geldtechnisch hier. Dann... Ist hier noch jemand? Hier will noch jemand mit uns sprechen. Wer? Er ist ein Fan von Kati, okay.
Oder muss ich nochmal raus und wieder reingehen? Das kann natürlich sein. Das war wohl am wahrscheinlichsten. Trotzdem, wenn ich jetzt schon mal angefangen habe, rede ich einmal kurz mit den Leuten. Vielleicht will mir noch jemand was schenken. Hi. Ne, komm, geh noch mal rein. Ja. So, ja. Mina war das mit einem Uzu-ni-maki-komarete-kotchi-ni-kitan-ja-nai-da-yo-ne. Ihr beide seid nicht auf die gleiche Weise hierher gekommen wie ich, oder? Euch hat kein Strudel verschluckt und hier wieder ausgespuckt? Ganz genau, bei mir lief das viel zivilisierter ab. Ich hörte Elviras Stimme neben dem Baum. Sie hat mir von dieser Welt erzählt und ich habe ihre Einladung angenommen. Danach bin ich eingeschlafen und als ich dann wieder zu mir kam, war ich halt hier in Erdenwiege. Was mich betrifft, bin ich spazieren gegangen durch einen Park und der Rest war genauso wie bei Plachta. Das heißt, man muss noch nicht mal in der Nähe des Traumbaums sein, um zur Erdenwiege geholt zu werden? Ja, genau. Es gibt mehrere Orte oder etliche Orte, wo die Verbindung zwischen den Welten besonders stark ist. Und wenn da jemand vorbeikommt, deren Traum Elvira besonders mag, dann ruft sie nach der Person. Und diejenigen, die zustimmen, werden dann hergebracht. Ach, so läuft das. Das ist das erste Mal, dass ich das so erklärt bekomme. Es gibt also tatsächlich spezielle Gebiete. Ja, aber die kann man nicht sehen. Ich bezweifle, dass du sie finden würdest, selbst wenn du danach Ausschau hältst. Dann würde ich sagen, machen wir den nächsten Stein, den nächsten Wetterstein werden wir dann in der nächsten Folge mal upgraden. Diesen Cloudburst Hydrite. Also, wie läuft's, Plachta? Meinst du, du kriegst es hin? Tja, jetzt müsste ich wissen, was Epiphany bedeutet. Ich habe das Gefühl, ich bin einem Durchbruch nah, aber mein Gehirn geht gerade den Treibstoff aus. Ich glaube, wir haben noch ein paar Kartoffeln da. Vielleicht sollte ich eine kochen. Du magst die Kartoffeln wirklich gerne. Du liebst sie, oder? Ja,
Sogar ihr Lieblingsessen ist das gleiche. Das muss wirklich meine Plachta sein. Ich hab's, Sophie. Ich hab's raus. Wirklich? Bist du sicher? Ja, so sicher wie man nur sein kann. Zeig mir einfach den Kessel. Oder führ mich zum Kessel. Führ mich zum Kessel, Baby. Ja, das, wie gesagt, machen wir aber nächste Folge. Also, bis dann, macht's gut. Tschüss.